Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich freue mich sehr, Ihnen meinen Forschungsbereich zu präsentieren. Das ist verbale Aggression in der Umgangssprache, eher als Schimpfen bekannt. Jetzt stellen Sie sich vermutlich die durchaus berechtigte Frage: Was bewegt eine Person dazu, ein solches Thema zu nehmen? Bei der Suche nach einem Promotionsthema hatte ich zwei Kriterien. Es sollte erstens lebendig und zweitens wenig erforscht sein. Und dies trifft auf die Schimpfwörter sehr gut zu. Und da ich das Schimpfen am Beispiel des Wienerischen erforsche, fragen Sie sich vermutlich auch, warum das Wienerische? Schimpfen die Wienerinnen und Wiener mehr als die anderen? Tun sie es vielleicht mit besonders vulgären Wörtern und Wendungen? Auch hier hat die Erklärung andere Gründe. Auf das Thema bin ich frisch nach dem Germanistikstudium in der Ukraine in Wien gekommen. Übrigens an einem inspirierenden Ort, beim Heurigen. Und da mich später jahrelang erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Universität Wien verband, habe ich dann gleich die Umfragen hier durchgeführt. Aber am Anfang beschäftigte ich mich mit den Schimpfwörtern in der österreichischen Literatur. Und da finden wir kreative Autorenschöpfungen, wie zum Beispiel diese langen, künstlerischen, zusammengesetzten Schimpfwörter bei Werner Schwab. Du ruchlose Theaterzwingungsnuttenhaftigkeit. Oder du Todesfotzenereignis. Und was sagen Sie zu Menschenvereinigungsausscheidungsorgan? Oder Klugheitsscheißerungsfortsetzungsmoralist? In einer realen Situation würde aber so kein Mensch schimpfen. Deshalb war es mein großer wissenschaftlicher Traum, reale Menschen nach der Äußerung und nach der Wahrnehmung verbaler Aggression umzufragen. Und dies wurde dank zwei FWF-Forschungsprojekten möglich. Die empirische Grundlage für meine Forschungsarbeit bilden schriftliche und mündliche Umfragen von 500 Wienerinnen und Wienern verschiedener Alter, verschiedener Berufe und im gleichen Maße vertreten durch die Männer und die Frauen. Und jetzt möchte ich gerne Ihnen die häufigsten Wörter und Wendungen präsentieren, die beim Schimpfen verwendet werden. Zu den drei häufigsten Schimpfwörtern gehören Trottel, Arschloch und Idiot. Bei den Flüchen ist natürlich der Ausruf Scheiße unschlagbar. Ihm folgen verdammt und ein Internationalismus Shit. Sehr beliebt bei den Wienerinnen und Wienern sind die aggressiven Aufforderungen. Die häufigsten: Schleichti, gescheißen und leg mir am Arsch. Nicht so häufig. Dafür aber ziemlich kreativ sind die Wienerinnen und Wiener beim Drohen. Und diese gebrauchen sie auch scherzhaft. Ich brech dich in der Mitte, dann rennen zwei Kurze herum. Oder ich mach dich platt wie Kebab. Ebenfalls scherzhaft und nicht so häufig sind die Verwünschungen. Ich wünsch dir Krätze am Arsch und zu kurze Hände zum Kratzen. Oder zerreißen sollst du ihn lauter Tausender. Und merken Sie sich gleich die potenzielle Antwort. Und das größte Stück soll dich treffen. In meiner Forschungsarbeit geht es mir darum, Ursachen, Formen, Funktionen, Wahrnehmung und Reaktionen auf das Schimpfen festzustellen. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass wir in erster Linie schimpfen, um die negativen Emotionen abzureagieren. Dieser Funktion kommen 73% zu. An zweiter Stelle ist scherzhaftes Schimpfen mit 16%. Und die Beleidigung spielt nur eine unwesentliche Rolle, das sind 11%. Zu den Aufgaben, die mich beschäftigen, ist auch die Überprüfung von Hypothesen, zum Beispiel, dass die Männer mehr schimpfen als die Frauen und stärkere Schimpfwörter dabei gebrauchen. Oder dass die Personen mit der niedrigeren Ausbildung ebenfalls mehr und vulgärer schimpfen. Die Ergebnisse meiner Forschungsarbeit haben gezeigt, zumindest bei den Wienerinnen und Wienern erscheint das Schimpfverhalten aus sozialer und geschlechtlicher Hinsicht als homogen. Was sich unterscheidet, ist die Wahrnehmung verbaler Aggression. So sind für die Männer diejenigen Wörter am schlimmsten, die sich auf die Charaktereigenschaften und ihre Leistungen richten. Fauler Hund, faules Ass, Schmarotzer, Lügner.
Für die Frauen dagegen sind es diejenigen Schimpfwörter, die sich auf das Äußere und das Alter richten. Fette, Blade, alte Schachtel. Es gibt auch Unterschiede im Gebrauch. Servus, du Arsch. Oder Servus, du Wappler. Das scheint gerade in den männlichen Kreisen eine scherzhafte und häufige Begrüßung zu sein. In der heutigen mobilen Welt ist es auch wichtig, interkulturelle Besonderheiten bei der Emotionsäußerung zu berücksichtigen. So werden die in vielen Sprachen gebräuchlichen Mutterbeleidigungen in diesen Sprachen einfach zum Pausenfüllen im Gespräch gebraucht oder um die Aussage zu verstärken. Obwohl an die Mutter gerichtet, sind sie desemantisiert, nicht personenbezogen und ihre pragmatische Bedeutung ist dem deutschen Ausruf Scheiße ähnlich. Meine Präsentation möchte ich mit der Publikumsbeschimpfung aus dem gleichnamigen Text von Peter Handke beenden, die uns zeigt, dass es auch möglich ist, beim Schimpfen keine echten Schimpfwörter zu gebrauchen. Ihr Damen und Herren, ihr Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, ihr Anwesenden, ihr Brüder und Schwestern, ihr Genossen, ihr werten Zuhörer, ihr Mitmenschen, Sie waren hier willkommen. Wir danken Ihnen. Gute Nacht. Danke.